Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Servus hinter der Kamera und am Mikrofon wieder Cornelia. Hallo Thomas, grüß dich. Thomas, wir befinden uns aktuell im Ausland und machen ja ganz konkrete Krisenerfahrungen. Manche sehen es dir vielleicht an. Wir sind eigentlich ganz schön erschöpft. Aus diesen Krisenerfahrungen ergeben sich Konsequenzen auch hinsichtlich der weiteren Lebensplanung. Wir haben uns ja einige Gedanken dazu gemacht und vielleicht möchtest du die jetzt hier schildern. Ja, das mache ich gerne. Tatsächlich machen wir im Moment konkrete Krisenerfahrungen. Wir haben ja einige Krisen auf der Welt, die nahezu zeitgleich erfolgen. Manche reden von Kataklysmen, die jetzt beginnen. Die Erde wehrt sich, sagen manche. Wir haben ein Hochwasserproblem in Hongkong. Das ging gar nicht so durch unsere Medien, hat aber dort massive Probleme ausgelöst. Alle wissen Bescheid über das Erdbeben in Marokko, welches inzwischen über 2000 Todesopfer kostet. Und viele haben auch mitbekommen, das enorme Hochwasserproblem in Griechenland. Ja, und der Krisenort, an dem wir uns aufhalten, ist Griechenland. Dieses Hochwasser, dieser gigantische, vielleicht schon Jahrhundert, vielleicht gar Jahrtausendregen, betraf ein sehr großes Gebiet, Mittelgriechenland, Thessalien. Dort speziell die Halbinsel Pelion, Pelion-Gebirge, aber in der Folge auch hoch Richtung Norden bis nach Kardiza und teilweise auch noch ein bisschen runter in den Süden bis Lamia. Wir sind in Griechenland, wir machen hier Urlaub schon seit eineinhalb Wochen etwa. Und als wir hier anreisten, hatten wir wunderbares Wetter, Sonnenschein, angenehme Temperaturen. Die größte Hitzewelle war nach den Bränden endlich vorbei. Man wusste auch, dass heftiger Regen kommt. Nur, dass er in diesem Ausmaß kommt, das war für kaum jemanden zumindest ausreichende Zeit vorher absehbar. Wir befinden uns in der Nähe von Volos im Pelion-Gebiet und wurden auch überrascht von diesen heftigen Regenfällen. Die Regenfälle waren gewaltig. Man hat hier gemessen bis zu 1000 Liter pro Quadratmeter. Das sind 800 Liter mehr als bei der großen Flut in Nordrhein-Westfalen vor 2 Jahren. Eine unvorstellbare Menge. Hier verwandelten sich Berge in Flüsse, in Wasserfälle. Es wurden in verschiedenen Dörfern, in einer Menge von Dörfern, wurden Bäume und Autos durch die Dörfer geschwemmt, ins Meer geschwemmt. Allerdings möchte ich an der Stelle auch gleich darauf hinweisen, dass das, was in den deutschen Hauptstrommedien berichtet wird, zum Teil erlogen ist. Ich denke, es wird gelogen, weil man in schon sehr kurzer Zeit diese Geschehnisse auf einen menschengemachten Klimawandel schieben möchte und man damit eben wieder bestimmte Interessen weiterverfolgen möchte. Warum ist hier gelogen worden, teilweise gelogen worden? Ja, es ist berichtet worden über die Umstände, über die zum Teil katastrophalen Verhältnisse, aber es ist, wie ich aus eigener Beobachtung hier beschreiben kann, übertrieben gewesen. So wurde zum Beispiel ein Dorf beschrieben in unseren Hauptstrommedien, von welchem abgeraten wurde, es zu besuchen, weil es quasi im Meer versunken sein soll. Das heißt, die ganze Strandpromenade, die Cafés sollten alle verschwunden sein. Nun, ich war unmittelbar nach diesem Bericht in genau diesem Ort und die Strandpromenade existiert noch. Natürlich ist vieles verwaschen, verschlammt und so weiter, aber es existiert noch. Beeindruckend auch der Umgang der Menschen mit diesen Problemen, mit der Katastrophe, die es ja für einige wirklich war. Es sind natürlich wirklich Häuser auch den Hang hinabgerutscht. Es werden auch Menschen vermisst. Wir verbringen die Zeit hier in einer Immobilie, die ja als Prepper-Immobilie schon vor vielen Jahren geplant und gebaut wurde. Das heißt, es gibt hier unabhängigen Strom,
reine Photovoltaik, keinen Anschluss an ein öffentliches Netz. Es gibt allerdings einen Wasseranschluss an die öffentliche Wasserversorgung. Gleichzeitig gibt es hier aber auch eine große Zisterne mit insgesamt 8000 Litern Wasservorrat. Was einerseits unter Ausnutzung der Hanglage vernünftig installiert worden ist, sodass man ohne technische Geräte für einen normalen Wasserfluss im Haus aufgrund der höher gesetzten Tanks sorgen kann und vieles ganz normal nutzen kann. Aufgrund der Photovoltaikanlage sind aber auch Pumpen einsetzbar. Teilweise muss natürlich vorsichtig gemacht werden, weil während der extremen Regenperiode, der Regentage, die Ladung durch die Photovoltaik nicht so toll gegeben war, wie es normalerweise der Fall ist. Aber dennoch war es ausreichend. So, nun ist es also so, wir verbringen unsere Zeit hier auf diesem Grundstück, in diesem Gebäude. Und wir stellen Verschiedenes fest. Wir stellen fest, dass es für uns ein tatsächlicher Glücksfall ist, auf einem Grundstück in einer Immobilie die Zeit verbringen zu können, in welcher eine komplette Selbstversorgung mit Strom und Wasser möglich ist. Gleichzeitig ist die Ausstattung hier mit Lebensmittelvorräten mehr als ausreichend. Diese Niederschläge, diese heftigen Niederschläge, ja, die fast wie ein Tsunami über das Land hereinbrachen, begannen vor ziemlich genau einer Woche. Die Niederschläge hielten 3 Tage an und nachdem die beendet waren, war es natürlich noch längst nicht so, dass sich das Leben in irgendeiner Form normalisierte. Nun, das Wasser hat angefangen abzulaufen, aber natürlich, es lag der Schlamm rum, es liegen Lehmberge rum, es stellen sich Hygienefragen, es stellen sich Fragen, was ist denn hier alles ins Meer gespült worden, vielleicht auch an Pflanzenschutzmitteln, möglicherweise an Öl und das sind Dinge, die sich erst rausstellen werden. Nur wichtig ist dabei zu wissen, nach 3 Tagen, 4 Tagen hörte der Regen auf, das Wetter wurde besser, es begann allmählich abzutrocknen. Problem: zwar ist man hier in der Immobilie gut versorgt, aber weder das Dorf, das nächste Dorf, noch die nächstgrößere Stadt ist erreichbar, weil die Straße, der Weg vor dieser Immobilie nicht mehr befahrbar war. Der war nicht mehr befahrbar für eine Woche. Für etwa die gleiche Zeit war auch die öffentliche Wasserversorgung unterbrochen, sodass wir von dem Wasser in den Zisternen und den Tanks leben mussten, uns damit versorgen mussten. Ganz wichtig in dem Zusammenhang, hier war auch die Möglichkeit vorhanden, Wasser zu filtern. Denn wenn Regenwasser, das war zwar genügend, aber wenn es trotzdem in Tanks eine längere Zeit lagert, denke ich schon, dass es sich anbietet oder sich die Frage stellt, mal drüber nachzudenken, wie es mit der Entkeimung oder Verkeimung des Wassers ist. Dazu gibt es einerseits Filter, mit denen man sich wunderbar Trinkwasser machen kann, was wir nutzen konnten hier. Und ich würde auch jedem empfehlen, über weitere Entkeimungsmöglichkeiten nachzudenken. Ich will es an der Stelle nicht vertiefen, nur hier ein Stichwort geben, CDL. Hier kann man ganz wunderbar mit ganz, ganz wenig Stoff enorme Wassermengen trinkbar machen, entkeimen zumindest. Das ist ein Thema, das werden wir auf unserem Seminar Backup Montenegro natürlich ausführlicher besprechen. So, nun war diese Woche rum und tatsächlich war es auch so, man konnte die Straße wieder einigermaßen in Ordnung bringen, sodass sie wieder befahr- und begehbar war. Und dann kamen schon die ersten Hoffnungsfünkchen auf, ach ja, gut, jetzt kann man sich auch mal wieder ein bisschen was anschauen, man kann sich versorgen, man kann auch wohin fahren. Tja, ich habe mich aufs Motorrad geschwungen, welches ich hier Gott sei Dank habe, denn mein Auto wäre es außerordentlich problematisch gewesen, und stellte fest, dass nach etwa 3 Kilometern die Fahrt zu Ende war. Denn eine wichtige Brücke, ein Verbindungsstück zur nächstgrößeren Stadt, zu nächstgrößeren Orten, war einfach weggespült. Alle meine Versuche, das zu umfahren, schlugen fehl. Nun haben die hier aber auch nicht geschlafen, sondern das Militär war beauftragt, eine provisorische Brücke zu installieren. Das ist momentan schon abgeschlossen. Interessant dabei war, dass ab dem Moment des Abschlusses der Arbeiten, der eigentlichen Befahrbarkeit der Brücke, die für die Bevölkerung nicht befahrbar war,
Warum? Ja, weil man musste erst mal warten, bis der griechische Ministerpräsident eingeflogen ist und dann als erster über die Brücke fuhr. Natürlich mit großem Presse-Brimborium. Na gut, die Brücke war dann aber befahrbar. Man konnte zumindest zu den nächsten wichtigen Orten fahren. Viele Ortschaften sind nicht erreichbar, Straßen sind einfach weggespült. Das ist allerdings auch der teilweise wirklich miesen Bauqualität geschuldet. Es fließen viele EU-Mittel hierher und nur teilweise werden die für die Zwecke verwendet, für die gedacht sind. Das sieht man jetzt ganz deutlich an den Straßenbelägen, die quasi aufgeplatzt sind, als hätte man da Plastikfolie auf die Erde geschmissen. Also von dem her nach wie vor schwierig, dennoch verschiedene Lichtblicke waren da. Mit der Wetterbesserung fühlt man sich natürlich eh schon besser. Und dann kommen so die Gedanken, nun ja, das Leben normalisiert sich, man kann auch allmählich wieder dran gehen, die Rückreise zu planen. Und schon kommt der nächste Hammer. Dann traten Flüsse über die Ufer in einer Stadt Richtung Thessaloniki, Larissa, nicht nur Larissa, Sie können sich das gerne mal auf Google Maps alles anschauen, Larissa, Kardiza waren hier betroffen. Der Fluss stieg auf eine Höhe von 10 Metern, was hier gigantisch ist. Auch das kostete Menschenleben, man weiß es nicht wie viel, denn die Aussagen, die Informationen sind unterschiedlich. Auch hier wird teilweise sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung gelogen, was ich von einer sehr gut vernetzten Ärztin wiederum weiß, die hier wohl doch etwas realistischere Zahlen hat. Aber darum geht es mir jetzt nicht. Ich möchte das sparen. Jedes Opfer ist zu viel, das ist vollkommen klar. Und es ist tragisch für die Menschen, für die Familien, die hier Familienmitglieder verlieren. Oder und auch ihre Wohnmöglichkeit, ihre Häuser, ihre Wohnungen verlieren. Jedenfalls traten diese Flüsse nun über ihre Ufer und nachdem sich die Situation eigentlich schon entspannt hat, hat sie sich verkehrstechnisch, infrastrukturell wieder verschärft. Denn es sind wichtige Anschlusspunkte wie Flughafen Thessaloniki zum Beispiel nicht erreichbar. Nicht erreichbar, auch über keinen Umweg. Von hier aus, vom Pilion-Gebirge, von dieser Halbinsel aus, ist Thessaloniki seit mehreren Tagen nicht erreichbar. Die Autobahn ist über eine Strecke von etwa 100 Kilometern komplett gesperrt und alle Umgehungsmöglichkeiten sind auch gesperrt. Nur jemand, der die Gegend sehr, sehr gut kennt, hat hier vielleicht die Chance, irgendwo da sich durchzukämpfen, wenn er Glück hat und nicht durch Erdrutsch, der irgendwo auf einer Straße noch liegt, auch wieder aufgehalten wird. Die Konsequenz für mich oder für uns aus dieser Geschichte ist, Immobilien, die eine Selbstversorgung ermöglichen, sind außerordentlich wichtig und man sollte sich darauf einstellen, dass eine Selbstversorgung für einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen möglich sein muss. Das, was wir hier in den letzten Jahren erlebt haben, Sie wissen, diese große C-Krise, wo man ja auch nicht mehr hin konnte, wo man wollte, diese Lockdowns, die damit verbunden waren, jetzt diese Situation oder die anderen Situationen, die hier auf der Welt im Moment passieren, sollten jedem zu denken geben und mir ist hier an der Stelle vollkommen klar, 6 Wochen ist das Minimum. Denn wir haben jetzt noch Situationen, in denen es während der Krise auch immer wieder Entspannungsmomente gibt und man das eine oder andere doch noch irgendwie organisieren kann. Wenn es aber so ist, dass man über längere Zeit, über mehrere Wochen eben nichts organisieren kann, dass wirklich alles runtergeschaltet ist, keine Verkehrsanbindung mehr da ist, keine Möglichkeit mehr da ist, irgendwo hinzugehen, sich auch mit anderen Menschen zu treffen, sich anderweitig zu versorgen, dann ist man darauf angewiesen, für mindestens 6 Wochen seine eigenen Vorräte, seine Möglichkeiten, seine Beleuchtung, seine Stromversorgung und so weiter zu haben, zumindest die Notmaßnahmen. Und hier ist natürlich ganz klar, dass jemand, der auf dem Land lebt, in einem Haus auf jeden Fall besser bedient ist, als jemand, der in einer Stadt, vielleicht Großstadt, irgendwo in einem Mehrfamilienhaus ist. Denn da hast du ja im Grunde überhaupt keine oder kaum eigene Gestaltungsmöglichkeiten. Da muss eben jeder versuchen, mit kleinen Mitteln das Beste für sich daraus zu machen. Ja, das ist mal der eine Punkt, diese Versorgungsdauer. Ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen, will mich aber an der Stelle vorsichtig äußern. Klar, Wasser, Lebensmittel, Strom im Winter unbedingt, natürlich auch Beheizungsmöglichkeiten. Aber stellen Sie sich mal vor,
Sie sind jemand, der diese Möglichkeiten sich geschaffen hat, vielleicht irgendwo stadtnah oder dorfnah. Und viele anderen haben das nicht, haben weder Trinkwasser noch Nahrung. Und die anderen wissen, dass sie das haben. Stellen Sie sich mal einen verzweifelten Vater von drei hungernden Kindern vor, was da passiert. Das heißt, die reine Versorgung mit Lebensmitteln, mit Wärme, ist nicht ausreichend. Man muss tatsächlich auch über seine Wehrhaftigkeit intensiv nachdenken und sich diese gestalten. Und in dem Zusammenhang komme ich zum Thema, zu dem sich Professor Dr. Eberhard Hammer von der Mittelstandsvereinigung, vom Mittelstandsinstitut geäußert hat. Vom Mittelstandsinstitut ist schon vor Jahren ein Buch erschienen, Was tun, wenn der Crash kommt. Und da möchte ich nun ein bisschen genauer darauf eingehen und ein paar Dinge daraus zitieren. Wir leben ja nun seit über 70 Jahren in einer Wohlstandssituation, die unsere Eltern und Großeltern, je nachdem, wie alt Sie als mein Zuschauer sind, aufgebaut haben. Das heißt, wir leben in einer Situation, in der man sich echte Krisen gar nicht mehr wirklich vorzustellen vermag. Oder viele von uns können sich das gar nicht vorstellen, sondern der Wohlstand, die beheizte Wohnung, die Versorgung mit ausreichend Nahrung, Sozialkontakte, das wird alles als Gott gegeben wahrgenommen, als Selbstverständlichkeit hingenommen. Denn wenn es nicht so wäre, hätten wir ja viele Erscheinungen gar nicht, wie zum Beispiel Menschen, die sich auf die Straße kleben, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben also diesen Wohlstand, den unsere Eltern und Großeltern hier aufgebaut haben, der als selbstverständlich hingenommen wird. In einer solchen Wohlstandsphase entwickeln sich natürlich auch viele Ogen. Ich wiederhole, Ogen. Soziologen, Pädagogen, Strauss sagte, Demagogen. Heute haben wir ja auch Sexologen, Geschlechtologen, ich weiß nicht, was wir da alles haben, Vokologen möglicherweise. Das sind alles Berufe, die nur dann eine Existenzbasis verschaffen, wenn Wohlstand besteht, der durch andere generiert wird. Wenn das verschwindet, sind alle diese Ausbildungsberufe wertlos. Warum sage ich das überhaupt? Ich sage nicht, das hat natürlich keinen Sinn mehr für diejenigen, die sich dafür schon entschieden haben und ihr Leben entsprechend ausgestaltet haben. Ich sage das für die Eltern von Kindern, die sich Gedanken machen um eine Ausbildung oder auch für diejenigen, die jetzt konkret sich mit diesen Gedanken spielen. Es ist wichtig, Dinge zu beherrschen. Es ist wichtig, ein grundsätzliches handwerkliches Geschick zu haben. Es ist wichtig, ein gewisses technisches Grundverständnis zu haben. Es ist genauso wichtig, anderen helfen zu können auf medizinischer Ebene und, und. Das sind wichtige Bereiche. Ogen sind in solchen Krisensituationen, und das ist auch was, was ich im Moment ganz klar feststellen kann, überflüssig. Kein Mensch braucht die. Aus dieser Situation, diese Krisen, die hier auf uns zukommen, die auch in unserem Land das bewirken werden, was wir hier, ich sage mal, im Kleinen konkret erleben, muss man, sollte jeder Konsequenzen ziehen. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die satten Länder des Westens, so wie unser Land, so wie die USA, so wie Australien, Neuseeland und so weiter, einen starken Abschwung durchleben werden. Denn nur die, die satt sind, die den Wohlstand über Jahre auch genießen durften, in ihm schwelgen durften und überhaupt keine Zukunftsplanung und Ängste aufbauen mussten, die haben natürlich auch enormes Abschwungpotenzial. Das betrifft die eben genannten Länder. Diese Länder werden am stärksten und am tiefsten stürzen. Was nun unser Land betrifft, was auch Frankreich betrifft, schauen Sie sich mal die Migrationssituation an, schauen Sie sich mal an, was da passieren wird, oder machen wir ein bisschen diese Gedankenspielchen, was da passieren wird, wenn solche Krisensituationen entstehen, wer sich hier dann möglicherweise zusammentut und dann versucht, in irgendeiner Form seine Vorteile zu ziehen, möglicherweise geht es ums blanke Überleben. Also stellt sich die konkrete Frage für Unternehmen
Und viele stellen die sich ja konkret. Denn nicht umsonst hätten wir so viele Abwanderungen und ganz klar geplante Abwanderungen von Unternehmen, von Leistungsträgern. Es stellt sich diese Frage unabdingbar. Kann ich hier bleiben? Kann ich in einem dieser Länder bleiben oder nicht? Nun, diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Aber wenn sich jemand mit diesem Gedanken spielt, dann sollten genau diese Aspekte, wie weit ist der Wohlstand, wie lange gibt es den dort schon, ist ein solches Wohlstandsland die richtige Wahl? Nun, man könnte sagen, Schweiz, das ist zumindest nicht in der EU. Ja, die Schweiz wird von einem solchen Abschwung weniger stark betroffen sein als die anderen Länder, die in der EU sind, aber sie wird sich nicht abkapseln können. Dazu ist die Verquickung, die Verwebung schon viel zu stark. Auch die staatliche Gängelei, der Wokismus, ich nenne ihn jetzt mal so, und alles andere, was wir haben, gibt es ja dort letztlich auch. Von dem her wäre das für mich kein sicherer Zufluchtsort oder auch kein sicherer Backup-Ort. Backup Montenegro, wie gesagt, das ist unser Thema. Also man sollte sich überlegen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, sich ein Land zu suchen, in dem der Wohlstand noch nicht so ausgeprägt ist. Ein Land zu suchen, in dem es möglich ist, ein ländlicheres Leben für sich zu organisieren und ob es sogar möglich ist, innerhalb dieses ländlichen Lebens sich einigermaßen zu integrieren, für die dortige Gemeinschaft auch eine bestimmte Rolle, eine wichtige Rolle zu spielen. Sei es durch die handwerklichen Fähigkeiten, durchs technische Verständnis, das man hat, oder durch die Fähigkeit, sich selbst und dann vielleicht auch über Anbau, den man unter Umständen auf seinem Grundstück betreibt, auch andere zu versorgen. Dann sind die Chancen am größten. Und das ist jetzt nicht so an der Stelle, dass ich hier sofort sagen möchte, ja, man muss jetzt auswandern. Nein. Aber man sollte sich die Frage stellen, ob es diese Möglichkeiten gibt, und ob man sich rein vorsorglich mal entsprechende Infrastruktur schafft. Und deshalb bewusst immer wieder dieser Begriff Backup. Also man verschafft sich die Möglichkeit, irgendwohin auszuweichen, wenn es darauf ankommt, wenn man dann noch die Zeit hat. Diese Krisen sind programmiert. Sei es nun die komplette Überschuldungssituation, sei es der Krieg, der ja schon läuft in der Ukraine mit seinem nach wie vor enorm großen Eskalationspotenzial, seien es zunehmende Naturkatastrophen oder sei es eine selbstgemachte, gigantische Katastrophe wie eine Ampelkoalition, die das Land regiert. Ja, dabei möchte ich es belassen. Ich wollte ein bisschen diese Erfahrungen mit Ihnen teilen und Ihnen kleine Anregungen geben, vielleicht mal unter einer anderen Perspektive über das Ganze nachzudenken. Das war's für dieses Video. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes für Sie dabei. Wir haben Bilder gemacht. Ich weiß jetzt noch nicht, wie gut die sind, was wir hier einstellen können. Aber wenn es geht, werden wir natürlich einige Bilder zeigen, die zumindest diese Zerstörung durch diese enorme Kraft der Natur hier auch aufzeigen. Ich weiß auch, dass viele sagen, ja, das ist unter Umständen gesteuert, es sind Wettermanipulationen, die stattfinden. Das weiß ich nicht. Ich denke, es wird alles gemacht, was möglich ist und vielleicht ist das möglich. Ich halte aber andere Möglichkeiten für wahrscheinlicher, nämlich ganz einfach Kataklysmen, eine Zeitenwende, in der wir uns insgesamt mit der Erde befinden. Ja, so viel dazu. Herzlichen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Cornelia hat noch das Mikrofon in der Hand. Du kamst jetzt gar nicht mehr zu Wort. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Du hast das schon wunderbar ausgeführt. Die Erfahrung, die wir hier gemacht haben, ist auch in psychischer Hinsicht sehr aufschlussreich gewesen. Ich muss sagen, Mut, Besonnenheit und ein gewisser Pragmatismus sind sehr, sehr hilfreich in solchen Situationen. Ja, sehr schön, dass du das so sagst. Das ist wirklich wichtig. Die eigene mentale Einstellung, an der auch gearbeitet werden muss. Mut, Pragmatismus. Interessant auch zu sehen, wie sich hier Menschen wieder unterscheiden, wie auch hier wieder eine gewisse
Abtrennung unterschiedlicher Typen erfolgt. Manche sind ja quasi geflüchtet aus dem Land, während andere hier auch Urlauber einfach mit hinlangen, mithelfen, hier auch wieder einigermaßen Ordnung in das Ganze zu bekommen. Insgesamt gilt natürlich, bei all dem, was wir hier jetzt auch beobachten konnten, zum Teil selbst erleben mussten oder durften, wer weiß, vielleicht wirklich durften, vielleicht ist eine sehr wichtige Erfahrung. Kopf hoch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke.